Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helpless Farming. Wir haben hier The Roadrunner Mimi und die Ela, die ein bisschen langsamer hinterher joggt. Ein bisschen arg viel langsamer. Na, ihr Lieben. Ja. Gut, so. Mädels, also wir haben uns heute wieder mal hier versammelt, ne, um einfach einmal zu klären, wie das. Ach nee, ich kann es nicht sagen, weil ich da verliere, bloß wieder. Wie was? Wie das mit dem Pantoffel ist. Mhm. Nee, Spaß. Dieses schön allein, ne? Mhm. Das macht ja schön alles. Na, gut. Nee, aber Mädels. Und zwar, öffnet mal, drückt mal P. Ich habe was Neues für euch mit draufgepackt. Okay. Macht mal P auf Wo und denn? Geht mal auf die drei Striche ganz unten ins Baummenü. Oh. Was Neues bauen. So. Und zwar, dann schauen wir mal. wenn wir gleich bei Hallen durchscrollen, seht ihr ganz hinten alte Hallen. Wow. So. Wir haben einen Kuhstall-Medium. Und genau, wenn wir dann bei Tiere gucken, da könnt ihr nämlich auch gucken, Kuhstall, so, könnt ihr euch überlegen, ja, wie, was, wo. Und eure Aufgabe ist es heute, mit Malen und allen Dekorationsmitteln, außer dem Landschaftsbau, diese Fläche hier fertig zu machen, diese Fläche schön zu machen. Und okay, wir haben auch das... Ich stelle einen Kuhstall drauf. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, ne? Müssen halt auch bloß sehen wegen Penunzen und so. Was ist jetzt mit den Hallen? Sollen wir Hallen bauen oder was sollen wir denn? Das überlasse ich ganz euch. Ja, aber unsere ganzen Sachen stehen doch da oben. Das macht doch gar keinen Sinn. So. Natürlich, man braucht ja auch ein bisschen was mehr. So, und zwar, es geht ja auch darum, wir brauchen Silo, Silos. Da werden wir nämlich, wenn wir da ganz nach hinten scrollen, seht ihr nämlich, da haben wir nämlich auch so eine Scheune, die ganz hinten ist, die nimmt nämlich alles. Stroh, gepresst und auch Gras. Heißt die? Silos. Ganz hinten bei Silo. Ganz hinten, ach so, ganz hinten bei Silo. Du nimmst neben Hallen klicken und da bist du, genau. Ah, war Heulager. Ja. Mhm. Genau. So. Ja, also das bauen wir ja mal direkt Richtung Straße, oder? Naja, das, wie gesagt, da könnt ihr euch überlegen, wie, was, wo. Ne? Ja, wir müssen auf unser Geld gucken. Ja, ja, macht euch da mal keinen Kopf. Ich sorge mal dafür, dass ihr... Du hast nicht die Berechtigung zum Bauen. Du bist mir auch einer. Wie, habt ihr nicht? Ja, ich nicht. Ich warte schon. Warte, ja, weil du nicht Farmmanager so. Komm, ich stell dich mal, Impala. Kann ich, warte mal, mit Rechtsklick drehe ich das Ding, gell? Genau, mit Rechtsklick drehe ich. Baust du jetzt gerade das Lager? Ja, ich gucke jetzt nur gerade, wie das am besten hier hinten hin. Hier die komplette freie Fläche, oder? Also alles, was hier frei ist. Hier könntet ihr ja sagen, okay, hier, wenn ihr euch kurz umdreht, bevor ihr losbaut, Mädels. Ja. Könnt ihr euch mal rumdrehen zu mir? Guckt mal hier. Ja, wir sehen. Ich sehe dich von oben. Ja. So, könnt ihr ja hier, ne, könnt ihr ja überlegen, machen wir hier vielleicht eine Einfahrt, wo wir rein und raus können. Machen wir hier eine Einfahrt, wo wir rein und raus können, was schön ist. Grenzen wir das Ganze ein mit einer Hecke eventuell. Ne? Ihr seid Frauen, ihr habt kleine Hände, ihr kommt in jede Ecke und ihr könnt alles hübsch machen. Und für den Spruch wäre ich wahrscheinlich gesteinigt. Was ist das mit dem Malen, was du vorhin gemeint hast? Das mit den Malen, wenn ihr dabei bauen seid, geht ihr auf Landschaftsbau ganz hinten. Ja. Und dann seht ihr ja die Formen und daneben, neben den Formen steht Malen. Okay. Kann ich dann Boden malen zum Beispiel? Da kannst du auch einen Boden malen. So. Wow, und Bäume und Pflanzen. Ja, genau. So, ich kümmere... Jetzt keine Blumen. Ich kümmere mich. Ist alles so grün, ich hätte gerne ein bisschen Rotblumen. Ja, mit Blumen müssen wir mal noch ein bisschen gucken. Auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt hier austoben. Der Excel zahlt mit seiner Kreditkarte. Das glaube ich nicht. Wär's wahrscheinlich bereuen. Okay, das ist ein riesengroßer Kuhstall, Alter. Der ist mal abartig, ha? Okay, so, ich werde erst mal gucken. Ich kümmere mich erst mal drum. Meine Lieben, ich weiß, ne, aber ich möchte das den Mädels halt auch gern nahe bringen. Deswegen, wartet mal. Oh. Was bauen wir jetzt, Haley? Okay, warte mal ganz kurz. Also, zum Thema der Kühe und der Schweine vielleicht. Ja. Eine Kuhweide. Da brauche ich ja dann trotzdem einen Kuhstall dafür. Aber die Kuhställe haben doch alle eine Weide mit dabei. Nee, ich glaube, du kannst auch Kühe nur auf einer Weide. Echt? Mhm. Sollen wir eine Weide hinstellen? Ich finde das irgendwie, das ist hübscher, wenn die draußen sind. Ja, aber wenn wir jetzt einen Stall haben mit Weide und Stall, ja, dann könnt ihr entscheiden, ob sie rein oder rausgehen. Die Frage ist, du hast nicht genug Geld. Warte. Okay. Die Frage ist, sollen wir den großen Kuhstall, den wir hier nicht zahlen, doch, den können wir schon zahlen, aber der ist halt schon, okay, der passt halt nicht. Für 8.000? Der passt nicht mal hin. Wolle!
Dominikus! Hat den Sieg gewonnen. Dankeschön dafür. Gibt's herzlich was von Herzen gehört. Vielen, vielen Dank. So. Also wie gesagt, Mädels, bevor ihr baut, schaut euch die Fläche an und dann bauen. Ne? Ja. Nicht erst bauen. Also dieses Riesenkuh-Ding passt hier halt einfach schier gar nicht hin. Und das passt auch optisch irgendwie gar nicht rein. Ja, eben schon, gell. Ja. Wenn, dann müssten wir so einen anderen Kuhstall nehmen. Aber die sind alle so gut. Der erste ist okay von der Größe. Also jetzt nicht das Freilaufding, sondern der ganz normale. Ja, jetzt warte mal. Rechtsklick drehe ich das Teil, gell. Dominikus, danke schön für 10 Geschenk-Abos und deinen Resub vorhin. Ich hab's gesehen. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Auf rechts drehe ich, ja. Ja. Okay. Ja, wir müssen fast den ersten nehmen. Ja, pass auf. Den neben dem Pferdestall. Und zwar Weide an Weide. Was hältst du da davon? Dann müsste nämlich eigentlich... Oh, warte. Ach so, du meinst, dass dann das Haus zur Straße zeigt. Ja. Und dann müsste, pass auf, Gebäude, wo war das andere? Silos. Da müsste das, nee, doch. Das würde dann an die, das Silo würde dann noch wunderbar hier an die Wiese ranpassen. Wo der Excel gemeint hat, das kann man ja wirklich hier mit, dass man direkt von der Wiese durchfahren kann. Und dann passt sogar noch ein Schweinestall dahin. Und zwar der erste, nee, Quatsch, der zweite, weil der ist ja relativ schmal. Ja, okay, nicht ganz. Jetzt pass mal auf mit dem Silo. Da können wir durchfahren, aber wir müssen über nachdenken, dass wir drumrum fahren können. Lassen wir die Mädels einfach mal machen. Müssen wir drumrum fahren? Ja, weil guck mal, wenn du jetzt das Silo hast, da ist so ein Abladepunkt und ein Beladepunkt. Du musst ja irgendwo abladen und abladen ist, glaube ich, drin. Oder beladen ist drin und entladen ist außen. Wolle! Entschuldigung. Dass man einmal drumrum fahren kann, wenn man da das abladen möchte, weißt du, wie ich meine? Wolle hat 35 Euro donated. Liebe Grüße, Herr Wendel, kennst mich ja noch und einen schönen Abend. Wolle, natürlich, Dankeschön, dafür gibt's für dich... Herzlich, was von Herzen kommt. Dankeschön. Wisst ihr, wie ich meine? Danke. Jetzt pass auf, ich überlege jetzt mal. Ich gucke jetzt mal, wie wir alles hinkriegen mit allen Tieren. Ja, wo sind denn unsere Prioritäten? Sollte man bei einfach den mal Tieren? Sagen, ja, bei welchen Tieren? Sag mal, willst du unbedingt beides? Ja, natürlich. Alles, was gehen. Man könnte ja auch überlegen, Schweine, ne? Ja, Kühe, natürlich. Wir wollen ja beides, genau. So, man könnte ja. Ah ja, das Schweineding ist ja voll mini, okay. Ja, das Einzige, was auf jeden Fall hinpassen könnte, sind, wenn wir nur Weiden haben für die. Ja. Aber das sieht auch kacke aus, nee. Auf jeden Fall, also das erste Kuhding, das ist das kleinste. Und ich glaube, das erste Schweineding ist auch kleiner als das zweite. Das zweite also ist ein bisschen länger. Den Kuhstall habe ich euch extra als Mod drauf gemacht, Mädels, ne? Extra. Im Großen. Der. Ja, aber der passt da doch gar nicht drauf. Der passt halt gar nicht drauf. Na, vielleicht gibt's ja nebenan noch ein Feld, wo es vielleicht passen könnte. Ja, aber wir wollen die Tiere schon aneinander. Es sei denn, das macht Sinn. Wir reißen unser Feld hier ab, das wir bepflanzt haben, das ordnen wir einmal ab und dann bauen wir da drauf und dann kaufen wir unser neues Feld, das wir bepflanzen. Aber welches ist denn das Feld da rechts daneben, das ganz große? Kann man da nicht was drauf bauen? Ja, aber das ist ja wegen arg groß dann. Weißt du, dann hätten wir die Tiere alle auf einem Feld. Wenn wir jetzt hier die Wiese, die hier neben den Tiere ist, wegmachen. Ja. Ja. Dann können wir da den fetten Kuhstall draufstellen, der aber halt optisch einfach echt nicht so reinpasst, Excel. Also mal ehrlich, vielleicht auch der zweitfetteste Kuhstall. Der ist riesig. Dann können wir das Silo, vielleicht auch der kleinste, das ist voll echt groß. Aber ich finde den alten Kuhstall echt hübsch. Der ist schon hübsch, aber der passt optisch gar nicht. Außer, wir kaufen warte mal, uns pass doch. Mal auf, pass auf. Soll ich diese Grasfläche einfach mal zu Boden machen und dann sehen wir das? Nee, jetzt warte. Ich überlege jetzt gerade, ob wir diesen Kuhstall, weil der ist ja schon schön, vielleicht doch auf ein anderes Feld packen, weil dann ist der hier optisch nicht so fehl am Platz, sondern hat seinen eigenen Platz. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber auf welches Feld? Ja, vielleicht doch auf das große, aber das ist schon wegen arg groß, um das nur für so. Also ich hätte jetzt auf das Grasfeld, wo dieser Knicklenker nebendran steht, gemacht. Ja, dann grenzt man es vielleicht noch mit irgendwelchen Bäumen oder so ab, das ist jetzt nicht so. Genau, wir können ja Bäume drumherum stellen, dass das ein bisschen versteckt und hübsch und so aus von außen ist. Genau, und wir müssen hier aber nur von einer Seite reinfahren, sehe ich das richtig?
Also ihr habt auch die, ihr könnt von, warte mal, muss ich selber mal gucken. Wir können von da, wo die Straße ist, reinfahren, oder? Ihr könnt, warte mal, Tiere. Also ihr habt ja, warte. Wir könnten dann vom Hof aus reinfahren. Ihr habt einmal, also ihr habt einmal die, wo die Straße hochgeht, dann kann man unten drunter durchfahren, dann kann man die Hallentore noch öffnen, rechts wie links, ne? Kann man auch überall noch rein. Also Mädels, ich kann euch... Ihr habt einen Platz gefunden, ja, wie gesagt. Ich hätte einen Platz gefunden. Auf der grünen Wiese. Auf der grünen Wiese, dass wir nämlich direkt vom Hof aus auf das Silo fahren können. In den Kuhstall, weißt du? Wenn ihr es rumdreht quasi. Mhm. Ja, ja. Bedenkt, dass die Auffahrt auf dem Hof ist. Ja, bedenkt bei eurem Bauen hinten bei den Tieren auch, dass wir vielleicht auch eventuell noch einen Unterstand für die Fahrzeuge gebrauchen könnten. Bei den Tieren. Da, für die Tiere bei den Tieren. Zum Beispiel, weil hier oben wird es langsam eng. Ja, pass auf, da passt ja fast nur der Kuhstall hin. Dann haben wir aber noch Schweine und Silo. Jetzt pass auf, die Schweine sind nicht groß. Die kriegen wir ja locker hier irgendwie unter. Und das Silo dann auch. Also das ist ja bei aller Liebe nett. Mhm. Die größte Herausforderung ist jetzt einfach der Kuhstall. Ja, den stellen wir auf die grüne Wiese. Axel, du kriegst jetzt eine Aufgabe von uns, weil wir hier mit Bauen beschäftigt sind. Deine Aufgabe ist es jetzt, das Gras abzuernten. Das ist nämlich erntereif, so wie das da dran stand. Ey, sag mal, machst du das jetzt wirklich mit meinem Teufel? Naja, wir sollen bauen. Mach du mal das Feld erstmal abernten, bevor wir was draufbauen, sonst ist es ja hergeschenkt. Ja, warte. Das ist richtig. Aber dann ich muss erstmal ein bisschen aufräumen. Ja, ich gucke jetzt erstmal, wie wir das hinstellen könnten. Wir gucken schon auf das Silo, dass da kein Auffahrt blockiert wird und so. Jetzt war der Silo. Ich hab's ja noch nicht gebaut. Ja, eben. Dann gib mir doch mal Gebäude. Silo. Ich versuche jetzt gerade den Kuhstall. Ja, oder wir lassen das Gras einfach Gras sein und bauen da drauf. Nee, das muss dann schon einheitlich hübsch ausschauen. Wir können dann nur, ja, nur Gras, weil ich... jetzt geht's hoch. Bodenpflastern, sag ich mal. Ja, was, ja. Was machen? Pass mal auf, und auf das, auf das Feld hier nebenan, das große. Das ist zu groß. Könnte es auch was, uns? Ja, aber das ist zu groß, um da jetzt so einen Kuhstall drauf zu bauen. Da geht uns ja ein Haufen Ernte verschütt. Das ist ja die, ja, nee, das ist ja bloß das geht ja nicht komplett weg, sondern es geht ja nur an dem Eck weg, wo ich baue. Man kann ja ein Stück Feld wegmachen. Ich würde es auf die grüne Wiese kommen, da auf haben wir uns jetzt schon drauf geeinigt. Das kann man dann noch hübsch mit Bäume abtrennen. Genau. Das ist halt bloß die Frage, wie rum wir das hinstellen. Ja, da könnt ihr euch ein bisschen rumtoben. Meine Fresse, was ist denn das heute hier? Machen wir die Auffahrt von... Die hat ja so eine schräge Auffahrt. Die Auffahrt Richtung Tiere oder Richtung Hof? Die Auffahrt Richtung Hof. Richtung Hof, also Richtung Silo. Ja. Okay. Also soll ich es vorher noch abmähen oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Gut. Let's go, jetzt oder nie. Ja, ich will da mal gucken, wie ihr das hier reingestellt habt. Ah. Wobei, wenn wir ja Stroh oder so da hinfahren müssen, wäre es gescheiter. Wir haben das Richtung dem Silo, das wir da jetzt noch bauen, gell? Ja, warum? Das ist rum wie Nummer. Ihr könnt ja... Ah, okay, ich wollte nicht reinquatschen. Ihr könnt ja machen, wie ihr wollt. Weil das andere Silo, was wir haben, ist ja für Ballen und so. Das lose Stroh. Was fressen denn die Kühe? Also und das, was wir haben, die zwei Silos, das ist alles beides für Loses. Also da ist nichts mit Ballen und so. Da ist alles beides für Loses. Genau, aber das andere Silo, das wir da noch bauen wollen, das ist ja für Ballen und sowas. Das normale Stroh, das können wir ja in die anderen Silos mit reinkippen. Da ist ja wurscht. Ich habe das Silo mit draufgenommen, weil das normale Silo, was hier steht, kein Gras nimmt. Deswegen habe ich uns dieses Multi-Holz-Silo mit draufgenommen. Brauchen Kühe Gras? Oh. Ja, natürlich. Die Kühe brauchen dann Mischfutter. Würde ich die Einfahrt wirklich zum Dings machen, zu den Tieren. Damit den wir Tieren. Da also durch dieses neue Silo dann fahren können und direkt dann da reinfahren können. Ja, pass auf. Okay, dann würde ich
würde das so hinstellen, aber... Sollen wir das Silo so nehmen, dass man da durchfahren kann, oder stellen wir das einfach an die Bäume quasi, dass man da einmal halb reinfährt? Ich würde sagen, dass man durchfahren kann. Wer willst du da die ganze Zeit rückwärts reinfahren? Nee, eigentlich nicht. Eben. Wenn ich das jetzt zwischen uns beide stelle... Also das Silo? Ja. Aber da wäre jetzt meine Auffahrt von dem Kuhstall, weil ich kann den nicht weiter hinten hinsetzen, weil sonst das Grundstück zu schräg wäre. Okay. Dann müssen wir es weiter mittig machen. Weiter nach vorne, mal. Genau. Also das Haus wird den mit dem Rand von der Wiese abschließen. Oh, guck mal, wie schön er das macht hier. Das Haus, aber die Einfahrt würde noch in das Braune reingehen, oder? Genau. Das ist ein hässliches Fahren. Und wir haben ja links und rechts an dem Ding kein Abladepunkt. Wir müssen ja in den Kuhstall reinfahren, oder? Kommt man da irgendwo geradeaus wieder raus? Das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz umrissen. Das müsst ihr gucken. Also bei dem Kuhstall kommt man schön wieder raus. Hoho, vielen Dank für 5 Geschenkabos. Dankeschön. Also das Haus schließt mit der Wiese ab. Und warum genau kannst du das nicht weiter... Achso, überlappt. Ja, weil das überlappt mit einem anderen Objekt, ist jetzt gerade, weil der Excel rumfährt, aber das ist, weil das Feld hinten zu hoch ist, weißt du? Ja, Landanpassung fehlgeschlagen, ich verstehe. Genau. Okay, also würdest du das quasi so irgendwie... Junge. Was am Arsch? So machen. Weißt du, wie mein... Ich würde es in den Kuhstall platzieren und dann würde ich die Einfahrt und sowas machen und dann in der Zeit kannst du ja dann das Silo und den Schweinestall platzieren, wenn du möchtest. Ja, aber ich müsste halt dann wissen... Jetzt lass den erstmal abmähen. Ich muss halt wissen, wie deins steht, um dann zu gucken. Ja. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wie du deins stellst. Die Frage ist, wenn wir deins so stellen... Also deine Einfahrt geht ja so quasi fast so lang, wie die Schafe gehen. Wo stellen wir das Silo hin? Aber, mein lieben YouTuberinos, während die Mädels noch überlegen, machen wir an der Stelle erstmal einen Break. Seid gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin sagen wir erstmal Tschüss und Ciao. Ciao. Ciao, ciao.